Guten Tag und herzlich willkommen auf gregs-rpgheaven.de zu einem brandneuen Sprite-Sing, einem Retro-Let's Play und zwar mit der Sega Master System-Version von Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Eines der schönsten Jump'n'Runs der Sega Disney-Ära damals. Ursprünglich auf dem Mega Drive rausgekommen. Der Master System-Port war nicht nur ein Port, sondern hat ganz eigenständiges Level-Design gehabt. Und ich habe hier auf dem Kanal vor vielen, vielen Jahren, ich werde sagen 2012, 2013, die Mega Drive-Fassung gespielt. Das war auch das erste Game, was ich gezockt habe. Allerdings, als Master System kippt, habe ich mich gefreut, dass davon noch eine Umsetzung gekommen ist, die ich mir später dann auch geholt habe und gemerkt habe, ey, wie gesagt, ist ein recht eigenständiges Spiel, macht ein eigenes Level-Design draus. Finde aber, ich selbst, dass es so auch wirklich einer der schönsten 8-Bit-Jump'n'Run Nicht-Nintendo-Titel ist. Auch wenn es von dem Aufwand her nicht ganz natürlich in die Mega Drive-Fassung herankommen kann, aber dafür hat es auch ein paar eigenständige Level eben und das Level-Design ist anders funktioniert. Es sieht hübsch aus, es spielt sich präzise und ja, ich spiele sehr gerne diese Sega Disney Games. Und haben wir gedacht, hey, für das Sprite-Sing hier, du wolltest es eh schon lange Zeit spielen, lass es dann nochmal machen. Zuerst darfst du einen von drei Leveln auswählen. 7 sind insgesamt im normalen Modus. Wenn wir den Practice-Modus ausgewählt hätten, könnten wir nur die ersten drei Level spielen und zwar ohne Endbosse. Also für die Kids, die es mal wirklich ausprobieren wollen. Ihr seht, das Gameplay hier ist relativ fix. Na, ihr habt Jump'n'Run-Style dann die verschiedenen Gegner, die angegangen werden müssen. Allerdings ist ich bin hier nicht nur angehalten zu laufen mit Mickey, sondern ja, ich habe eine Sprungtaste. Er bewegt sich schön animiert daher. Oh, und fast hätte mich die hier erwischt. Aber um die Gegner zu treffen, muss ich mit der 1-Taste eine Arschbombe zusätzlich machen. Weil wenn ich so rausspringe, passiert nichts. Aber wenn ich die Arschbombe mache, dann geht das raus. Dann kriege ich Münzen für Punkte, damit ich später auch extra Leben und andere Sachen bekomme. Und die Kuchen, die bringen mir Energie, die hier durch meine Powersterne repräsentiert wird. So. Ja, nehmen wir beides mit. So, Spinne brauchen wir nicht. Zusätzlich kann ich dann Items aufnehmen. Und die dann werfen. Muss aber ein bisschen vorsichtiger sein, weil die mir sonst schön reingrätschen können. So. Hier sollte ich nicht zuerst die Kiste nehmen, weil dann verpasse ich die beiden Kollegen hier. Ja, es war mir ein Anliegen. Ich habe immer wieder gedacht, wenn ich dann nach neuen Sprite-Sings hier für den Kanal suche, im Speziellen auch solche Jump'n'Runs wieder gerne angehe. Das war mir in Erinnerung geblieben, weil es so anders war als die Mega Drive-Version, weil es gemeinhin, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen leichter, aber es ist nicht ultra leicht, denn das Positive daran ist, es hat eine mega präzise Steuerung. Vergleichsweise präzise Steuerung. Oh nein. Da habe ich Scheiße gebaut. Moment, ich muss mal wieder zurück, dass es respawnt. Eine vergleichsweise präzise Steuerung. Erst den oberen weghauen, sonst kommen wir hier gar nicht durch. Und den schmeiße ich einmal hier rein. Die aber dafür benutzt wird, dass man so ein paar kniffligere, ab und zu mal eingeworfene Sprungeinlagen dann meistern muss. Ne? Oh, da hätte ich dran denken müssen, dass das hier passiert. Ich hoffe, dass hier ein bisschen Kuchen drin ist. Ja, mehr als genug. Und ja, es war mir ein Anliegen, das nochmal zu spielen, vor allem, weil ich die Master System-Dinger mag. Und ich werde auch noch beim der nächsten Level, wahrscheinlich der zweite, den wir dann spielen werden, noch eine kleine Anekdote erzählen, die meine kleine Schwester betrifft, mit der ich damals dieses Game gezockt habe in dieser Sega Master System-Version und sie an Videospiele ranführen wollte, weil sonst hat sie nur dem großen Bruder zugeschaut, wie wir gemeinsam solche Sachen wie Paper Mario gespielt haben und da die Grundsoliten aus dem Automaten zogen. Das sind so kleine Schweinchen, die man im Paper Mario dann zum Automaten ziehen kann. Aber das hier ist natürlich ein ganz anderer Tobak. Okay, und da hat mich die Ungeduld ein Leben gerade gekostet, verdammt nochmal. Das ist ein ganz anderer Tobak, vor allem wenn du versuchst, ein Kind da spielen zu lassen, weil es jemals eines der einfacheren Jump'n'Runs gilt. So. Uiuiuiui. Ein bisschen abwarten. Komm doch mal zurück jetzt. Und das sollte es sein. Nein, noch nicht. Aber jetzt. 4 Treffer und den Diamanten eingesammelt. Einer von 7. Um dann die böse Hexe Malefiz? Hexane? Weiß nicht mehr. Das war die böse Hexe aus
Schneewittchen, will ich sagen, ne? Die hier dann Mini entführt hat. Wie auch immer, Mini-Wittchen. So, das ist der Level, von dem ich gesprochen habe. Also die Anekdote ist, meine kleine Schwester, die 16 Jahre jünger ist als ich, ich wollte sie an Videospiele heranführen. Ich habe genau diesen Level hier gestartet mit dieser Sprunganlage, weil hier wird es tatsächlich, also Mickey springen ist schon, kann man machen, ne? Aber da bewegt sich die Plattform da. Da muss man schon sehen, okay, stehen bleiben und rechtzeitig abspringen. Dann kommt aber das hier. Ihr müsst nämlich runterspringen und euch gleichzeitig ducken, weil man sonst von der Plattform geschubst wird. Und das hat sie leider damals nicht direkt geschafft. Das war ein leichter, frustrierender Moment. Aber ich hätte vielleicht nicht mit der etwas schwereren Stelle hier direkt reingehen sollen. Ah, hat mich doch getroffen. Dumme Sau. Mit der etwas schwereren Stelle reingehen sollen. Irgendwie ist mir das in Erinnerung geblieben. Sie hat natürlich seitdem viele andere Games gezockt. Als das hier. Aber ich glaube, wenn ich ihr das nochmal zeigen würde, dann wird sie auch wahrscheinlich sagen, ach, das kenne ich noch. So, in diesem Level, in diesem Abschnitt, das ist die Spielzeugfabrik. Ihr seht, es sind ferngesteuerte Gefährte hier. Ferngesteuerte Gefährte. Bei denen ich dann den Receiver ausschalten muss. Ah, verdammt. Und ich habe die Extra-Münze verpasst. Aber egal. Ich habe jetzt hier meinen Extra-Power-Stern bekommen. Na, mein Junge. Ach, das hast du jetzt fies gemacht, dass mich das Ding hier erwischt. Aber ich wollte es dann nochmal ausgeführt haben. Ja, auf Mega Drive hat dieser Level so ein paar andere Gimmicks. Du konntest die Stage ändern. Du hattest... Ich glaube, die ferngesteuerten Dinger waren da, aber hatten nicht so eine Relevanz. So, Moment, geben wir mal kurz die Konzentration für diese Sprunganlage. Ah ja, ganz vergessen, dass man hier auf die Wolken drauf kann. Okay. Zinnsoldaten, man konnte die Welt umdrehen und so weiter. Waren eigentlich ein paar schöne grafische und spielerische Gimmicks hier mit dabei. Auf dem Master System durch das andere Level Design, andere Gegner, die hier drin sind. Teilweise variable Wege, die ich nehmen kann. Ja, es gab nicht immer nur den einen Weg, sondern du musstest erstmal ein paar Schlenker machen, vielleicht ein paar geheime Sachen finden. Och, das ist nicht nice. Was hier passiert ist. Okay, hätte ich das mitnehmen sollen? Hätte ich. Sonst wäre ich hier gar nicht raufgekommen. Zum Glück, der Kuchen gab mir wieder Linderung. Ui. Und der soll mich, glaube ich, auf den Boss schon mal vorbereiten. Weil der hat ein ähnliches Gimmick, wenn ich mich hier recht entsinne. Ich kann mich an diesen Level noch ein bisschen erinnern. Kuchen und Geld. 24.000 Punkte, schon mal noch 4 Leben. Also das hier. Ich muss hier aufpassen. Ich muss nämlich da rüber. Gegner respawnen alle. Also muss ich hier entlang und... Okay, ich habe vielleicht doch nicht ganz so genau aufgepasst. Weil ich hatte vergessen, dass da diese Lücke ist. Also müssen wir das nochmal machen. Die Gegner respawnen alle leider immer. So, wo war der? Hier wahrscheinlich, ne? Hoffen wir aufs Beste. Gehen hier unten lang. Und dem Schalläffchen nicht die Chance lassen. Okay, was waren das für welche? Alles klar. Gut. Kann ich auf den so raufjumpen. Immer in den Ecken nachschauen, weil hier könnte es Bonus geben. Ich mag solche Jump'n'Runs. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, bin ich als Erwachsener besser? Oder als Kind besser gewesen, ne? Von wegen der besseren Reflexe. Okay, kann ich das mitnehmen? Nein. Okay, vorsichtig. Oh, und da taucht er wieder auf. Das ist nicht so cool. Weil als Kind habe ich natürlich die besseren Reflexe. Als Erwachsener. Aber die Erfahrung und die Geduld vielleicht. Okay, die Geduld. Man muss wirklich punktgenau hier auf der Leiter landen, damit es hochgeht. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich spiele die eher... Oh,
heutzutage einfacher durch. Aber vielleicht ist es einfach auch nur wirklich die Erfahrung und die atrophierten Skills können da immer noch mithalten gegenüber der kindlichen Freude, die nicht wusste, was sie tut. Ah, natürlich einen Schlüssel auf die Tür werfen. Und wir sind beim Boss. Okay, puh. Und das haben wir gecheased ein bisschen. Aber immerhin hat es für 6 Leben gereicht bisher. Das finde ich cool. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier Continues gegeben hat, ganz ehrlich. Weil das wird noch alles kniffliger, das sage ich euch. Oh, und das Autoscroller. Die Küchli-Welt. Mit den Schokodrops. Die für mich eher wie was anderes aussehen. Anstatt Schokodrops. Aber trotzdem soll man vorsichtig sein. Ja. Lass uns schnell machen. Und die Küchlis hier wegwerfen. Der Level hat einen sehr schönen Boss auf dem Mega Drive. So fast schon Elliot das Schmunzelmonster artig. So ein Zuckerdrachen. Einer meiner liebsten Bosse aus der 16-Bit-Ära. Weißt du mehr, ist das Zuckermonster auch hier? Okay, Autoscroller geschafft. Zumindest den ersten. Schnell agieren, reagieren. Hui! Okay, das war keine coole Idee. Also nicht cool von mir. Und da sehe ich schon den nächsten. Gut. Also Vorsicht, ist ganz gefährlich im Zuckerland hier. Nein! Oh, ich... Pff, Glück gehabt. Ich traue mich jetzt... könnte ich unten durch die Milch schwimmen? Boah, ich traue mich gar nicht nach unten zu gucken, ne? Weil es könnte mich ein Leben kosten. Ob es denn in unteren Level gibt, so Wonderboy-Style. Okay, ich muss nicht wieder ganz nach vorne. Der Delfin ist ein bisschen fies. Ich brauche den. Ich brauche den gar nicht. Na gut, dich brauche ich nicht. So, ihr Haar. Das sind gebrannte Mandeln? Oh, jetzt habe ich Bock auf gebrannte Mandeln. Fuck, das war nicht gut. Ich hätte dich hier nicht sehen sollen. So, der Schokodrop. Zwinker, zwinker. Da war er wieder. Oh, das hätte ich denken können. Direkt aus dem Sahnebesee. Spender. Kommen die runter? Bing, 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 da ist der nächste. So, die Sache ist es, sollte ich hier lang? Okay, das fand ich cool. Ja, jetzt frage ich mich, ob ich da oben was verpasst habe oder nicht. Wahrscheinlich ein extra Leben, ne? Da sitzen wir immerhin bei dem Boss. Oh, der Schoki-Man. Ah, das muss ich gleich nehmen und werfen, ne? Okay, nee. Dem war nicht so. Da bin ich bei der... Oh, was ist denn dann die Taktik hier? Was könnte die Taktik denn sein? Also, er schlägt einmal. Damage Boost mitnehmen? Nein. Quatsch war das. Ins Gesicht wahrscheinlich.
Okay, ich hab's. Das war natürlich blöd. Zwei Leben umsonst. Ja, okay, aber ich hab's. Ah, es war blöd. Das hätte ich vielleicht First Try schaffen sollen. Sag mal. Wieso kann ich denn das nicht vernünftig positionieren? Okay, da braucht es wahrscheinlich vier Schläge. So, zurück. Okay. Selbst wenn ich die anderen beiden Male getroffen werde, sollte das hoffentlich ausreichen. Vier Stück. Alright. Gut. Einmal trotz der großen Hitbox von Mickey. Was ist jetzt passiert? What happened now? Ich glaube nicht, dass das Ding abgestürzt ist. So, ist das der... Oh, ist pausiert hier. Okay. Geben wir mal eine Sekunde. Was ist denn hier passiert? Okay, wieder zurück. Merkwürdig. Irgendwie hat sich hier die Emulation pausiert. Warum auch immer. Egal. Machen wir weiter. Es hat uns nicht besonders viel Zeit gekostet. Das war springen. Okay, nicht vergessen. Und der letzte. So, zum Glück. Wenn du die Taktik einmal raus hast, geht es. Kommst du vernünftig durch? Und das war's, oder? Ja, guck mal, der einzelne Schokoman. Stellt euch das mal vor, wie ganz leichte, simplere Cuphead-Bosse, ne? Weil Cuphead hat ja auch so ein Zuckerlevel gehabt. Da ist die große Schoki. Und wir können weiter. Na, die Leiter bringt uns zu den nächsten drei Leveln. Sind wir bald bei Halbzeit. Schon Sorge gehabt. Oh, die nächsten zwei Level sind sogar. Ist hier eine versteckte? Nein. Gehen wir alles der Reihe nach. Jetzt verschwindet langsam. Ah, warte mal. Wie haben wir die Schreibwelt? Die gab es auch in der Form. Doch, ich kann mich auch an Radierer und andere Sachen erinnern. Die großen Buchstaben, genau. Die waren auch auf dem Mega Drive. Da. A, das gute A. Und die nicht so guten kleinen A's. Gucken wir uns zurück. Könnte der richtige Weg sein. Das gute A. So, und damit man den nicht sofort treffen kann, gehen wir einmal hier lang. So, das gute A. Ah. Diese sollten eigentlich zu B und C dann lieber werden. Ah, da hat er mich getroffen noch einmal. Sag mal. Ach so, ach, da ist gar kein Durchgang da. Okay, ich hoffe, hier ist Kuchen. Ja, volle Pulle Kuchen. Okay. Ist das dieser Bücherwurm? Oh, und das ist geil. Ja, da will ich rein, da will ich rein. Das war nämlich dann auch auf dem Mega Drive so, in der Zuckertasse. Schwimmlevel mit drin, wo man gegen Zuckerwürfel durchgehen muss. Schau mal, die Zuckerwürfel, guck mal, wie sie sich freuen, ne? So. Und Mickey muss auch im Kaffee. Es ist doch das... Ist das Tee oder Kaffee? Das sieht ja, das ist eine Kaffeefarbe. Oh, ein extra Leben. Eher eine Kaffeefarbe, die wir hier sehen. Dann kommen wir aus der anderen Tasse wieder raus. Okay. Aber trotzdem gucken, ob wir wieder raufkommen. Doch schon arg labyrinthisch hier wirklich aufgebaut. Zwei große Münzen und sieben Leben insgesamt. So, wo müssen wir entlang? Oder hat mich das jetzt hier nur quasi hierhin gebracht? Gucken wir mal, wo das Bienchen...
das Sabinchen uns hinbringen will. Okay, das wird kniffliger hier. Uff! Fast hätte mich das mit dem Damage runtergehauen. Das brauche ich aber, um hier oben hinzukommen. Und sind wir beim Boss? Nein. Oh! Diamanten schon gefunden. Tja, wir brauchen einen Boss, wenn ich den Diamanten schon habe. Ah, oh, warte mal. Es kann ja natürlich sein, dass hier mehr Diamanten pro Level angedacht sind. Uff, das war knapp. Oh! Oh, sage ich. Und sterb, natürlich. Fuck! Wo schmeißt du mich aus? Da oben. Ja, okay. Die Klavierszene aus Big. Weiß nicht, ob ihr den Film mit Tom Hanks kennt, aus den 80ern. So. Denn... Und sogar ein Liedchen spielen. Aber nicht zu weit laufen, denn sonst passiert das hier. Ich wag zu viel. Der ist auf jeden Fall noch einer. Jawohl. Wozu brauche ich den Honigtopf hier? Egal. Komm, gehen wir runter. Lustige Idee. Ja, bei Big gibt es eine Szene, wo Tom Hanks, weiß nicht mit wem, mit Robert Lodger oder so, mit einem der Schauspieler da, schön beim Tanzen ist. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Ey, du schmeißt dich wieder da ganz nach oben raus. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil, was ihr hier gemacht habt. Ja gut, 5 Leben. So, der hier. Der hier. Der hier. Der danach, der hier. Okay. Der hier. Und der letzte, ne? Kann ich schon mal präventiv jumpen. Dafür hier. Jetzt verstehe ich, wofür der Honigtopf ist. Sollte den auch werfen. Oh, das ist mir echt hier fies gemacht. Dafür ist der Honigtopf. Das war bescheuert, oder? Das war mega bescheuert, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich war das hier komplett Leben jetzt wieder für den Boss. Oh, aber das war hier richtig viel extra. Immerhin volle Energie. Was habe ich. Das war gerade. Das war gerade fies, was hier passiert ist. Nichts vergessen, die vernünftig zu nehmen. Gibt es denn hier noch einen Boss? Weil wir haben den Diamanten ja schon mitten im Level gefunden. Es gibt einen Boss. B. Vielleicht A zuerst. Okay. Nicht vergessen, den Butt Bounce zu machen. Ah, okay, okay. Ja, okay, okay, ich hab's. Okay, das war nicht geil. Das war auch nicht geil, mein Freund. Vielleicht brauche ich wirklich die hohen. Ne, mit denen geht's auch. Einer noch? Ah, fuck. Das war's aber. Nein! Okay, also mit dem Tiefen geht's auch. So.
Aber jetzt habe ich ja zwei, ne? Ich habe ja bereits... Hatte ich den grünen nicht hier im Level gefunden? Der müsste ja auch schon längst mit dabei sein. Na gut, Level 5. Das Uhrwerk, ja, das war eigentlich schon hier kurz vor Ende. Auf Mega Drive. Das wurde durchaus knifflig. So, bei denen lieber doppelt springen, sicher ist sicher. Kurz vor 9, ne? Guck mal, da oben ist Diamant, aber ich komme nicht dahin. Die Uhrzeit wichtig? Ne, ist alles kurz vor 3. Oh, da sind sie, die Pendel. Schön Castlevania-Style hier. Das ist auch der Castlevania-Extra-Level fast schon. Ups. Nicht zu schnell. Wir wollen ja vorsichtig sein. So, aber da war schon der eine Diamant, den wir lieber holen sollten. Oh, und jetzt hat... Oh, 5 Energiepunkte gesamt. Und da haben wir den hier. Kommen wir hier nochmal hoch? Nee, aber es hat sich ja mehr als gelohnt. Jetzt haben wir volle Energiepower. Full Upgrade. Uff, uff, uff. Also solche die Pendelsachen machen mir immer ein bisschen Sorgen. So, nicht zu früh. The Magic Pendel. So, ah. F.U. Ist mir egal. Da gehe ich jetzt so. Kommt diese Schraube raus? Nein, die kann ich mitnehmen. Um sie hier dem an den Schädel zu werfen. Oh, ist nicht euer Ernst, oder? So. Ja, okay, das ist... Das wird... Okay, ich muss. Hier kann ich mich einfach ducken, okay. Ein Glück, dass das Ding an der Ecke ist, hier. So, Energie. Ja. Es wird nicht unkritischer von den Sprungeinlagen, so. Machen wir es lieber so. Das ist quasi Mega Man hier schon. Das ist quasi schon Mega Man von den vom Levelaufbau, ja, mit den Plattformen. Okay, nicht die Mega Man Schwierigkeit natürlich, aber Mega Man Style. Komm mal, ihr Vögelein. Das Ding taucht eh wieder auf. So, gehen wir runter. Mit dem Jump hier. Lieber den Butt Bounce machen. Sicher ist sicher. Ah, verdammt. Das wäre ein extra Leben gewesen. Komm, bist du nicht runter? Ah, sehr gut. War's das oder kommt noch ein zweiter? Nein. Puh, okay, knapp. First try. Level 5. 7 Level, ne? Oder? 2 noch? Oder soll ich jetzt nicht eigentlich die Hexe kommen? Also ich habe 7 Diamanten. Das würde eigentlich heißen, dass ich jetzt schon die Regenbogenbrücke bauen kann.
Vielleicht kommt jetzt doch nur die Hexe. Weiß ja nicht. Weil es war so... Ah, jetzt macht Mickey von alleine. Genau, das war das Ding. Regenbogenbrücke wurde gebaut und ich konnte zur Hexe hin. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal der letzte große Level vielleicht so. Aber ich hätte gedacht, es sind 7 Level, wenn ich jetzt 5 gemacht habe. Okay, uff. Also jetzt wird's... Jetzt ist Bowser Schloss angesagt. Guck mal, wie sauer die auch gucken teilweise. Ja, natürlich. Braucht den hier. Man muss natürlich genau sich überlegen, was man hier macht. Na gut, da haben wir den Level auf jeden Fall noch. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Das kommt ja eigentlich ganz gut hin. Na komm her, mein Freund. Oh, was geht denn hier ab? Muss ich Lampen aufnehmen, ne? Okay, also. Ohne Lampen. Ohne Lampen sehe ich nicht besonders viel. Ein Mimik! Gottverdammter Mimik! Ein gottverdammter Mimik war das. Ich werde ja nicht mehr. Ein fucking Mimik. So, wird's hier auch dunkel? Ah, Autoscroller. Oh, oh, okay. Uff. Okay. Wo bringe ich das hin? Das ist bestimmt ein Mimik. Das rieche ich von hier. Ah, auf die Farbe achten. Der Blöcke. Ah, okay. Hier muss ich nachher weiter. Also die Blöcke, oder? Sind die Blöcke ein bisschen anders gefärbt, die runterfallen? Das ist eine Münze. Da habe ich die Damage einmal genommen und hoffe aufs Beste, dass mir jetzt irgend so ein Törtchen Mimik. Immer sicherheitshalber alle Kisten jetzt für ein Mimik halten. Alle Kisten sicherheitshalber Mimics. Aber hier waren wir ja schon. Ach was. Okay. Okay, ich komme hier wieder raus. Okay, okay. Ich dachte schon, ich muss das nochmal ein bisschen trickreicher machen, aber es ging. Oh, Autoscroller. Oh, tot. Okay. Fuck. Sprungverhalten ist knifflig. Ah, hier muss ich mich vom Level pushen lassen. Nein! Ich wollte zu viel. Ey, weil du von diesen nicht so geil Butt bounced. Du Butt bounced nicht so geil von diesen Typen. Okay, jetzt wird's fies. Danke, Leute. Danke. Jetzt wird's fies.
Aber das kriegen wir schon hin. Puff. Sheesh. Okay. Warum tue ich das nicht? Hot Bounce? Uff. Okay. Boss Time, oder? Nee? Großes Schloss. Okay, okay, okay. Großes Schloss. Ah, und die haben wir seit dem Anfang gar nicht mehr gesehen, ne, die Ritter. Okay, wo bringt uns das jeweils hin? Anscheinend die richtige Stelle hier. Guess who's back? Back again. Das kriegen wir auch hin. Haha. I knew it! Oh, es ist nicht... Oh, okay. Und da komm ich da nicht mehr hoch? Ich hasse euch alle. Ich hasse euch wirklich alle. Aber ja, es muss ja auch irgendwie kniffliger werden. Dass du die Treppe auch genau in der Mitte treffen musst. Oh nein. Das war nicht so geil. Ah, fuck off. Also muss ich das nochmal holen? Ich war zu greedy. Aber wenn es ein extra Leben ist, ist es natürlich geil. Das wollen wir natürlich auch holen. So. Alter! Alter! Das kann doch nicht sein. Uff! Fuck off. Alter, ey. Uff. Boah, der lässt sich aber... Der hat kein Chill, der Typ. Gucken wir erstmal hier lang. Ja, der ist kein Chill, der Typ. Okay, Bonus-Scheiß hier. Ach komm. Das habt ihr bewusst dahin gepackt. Okay, der hier ist es. Ey, der Penner da unten ist wirklich sehr fies gelegt, finde ich. Okay, so hätten wir es machen sollen. Aber jetzt sind wir ja auch schlauer. So, gleich durchgehen. Okay. Ja,
Nur für ein Stück Kuchen, das überhaupt nichts gebracht hat. Aber ich musste es herausfinden, was es ist. I had to find out. Dieses gottverdammte dumme Stück Kuchen. Oh, okay. Okay, zum Glück geht das Flamgen nicht kaputt. Gegner sind natürlich wieder da. Muss in der Mitte stehen bleiben, schnell hoch. Okay, brauchen tue ich es nicht, aber das ist einmal vom Boss hier bestimmt. Tür 1. Ist das nicht, das ist nicht dein Ernst, oder? Ey, er schmeißt mich wieder am Anfang des fucking Levels raus. Das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, jetzt ist Spooky Ghost. Die anderen Wege führen ins Nichts. Okay, also Tür 1 ist es nicht. Probieren wir mal Tür 3 gleich. Ach komm. Kommen wir ja schneller dahin. So, durch, kurz warten. Hoch. Nicht erste Tür. Zweite. Letzte Tür. Oh Gott, es ist die zweite. Fuck you! Es war die zweite! Das war die gottverdammte zweite Tür. So kann man das Spiel auch ein bisschen verlängern. Aber ja, da sind wir bei 40 Minuten. Ist auch noch okay. I can deal with it. Dafür, dass wir alle unser Leben gleich beim Endboss weghacken, ist das ja noch gar nichts. So, Tür 2. Warten hoch. Johnny Butt bouncen. Tür Nummer 2. F you. Wo bist du? Da bist du. Ein Drache. Okay, das ist nicht geil. Okay, das funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Ah, nice. Okay. Der hat eine sehr hohe Frequenz, fuck. Der hat eine sehr hohe Frequenz. Der Penner. Okay. Aber ich treffe ihn, ne? Oh, dass er mir... Fuck, ey, du Motherfucker! Das ist voll dumm von mir. Warum ist denn der auf einmal so schwer?
Okay, das ist wahrscheinlich die Lösung hier. Okay, ja, ich glaube, ich hab's. Oh, das war zu. Okay. Ja, der Trick war, seine Position erstmal so zu halten. Seine Position so zu halten, dass er erstmal nach unten sprayt. Aber der Textline. Och nee. Och nee. Ah, lass mich raten, ich darf den Drachen noch mal machen. Ich darf den Drachen noch mal machen, ne? Nee. Nee, ich muss ihn nicht noch mal machen. Okay. Machen wir die Hexe. Should be doable. Wenn wir uns nicht so bescheuert anstellen wie hier. Ist wirklich bescheuert, was ich hier mache. Oh, nee, ey. Die sind mega fies. Die sind mega fies. Weil die gehen auch durch die Wand durch. Och, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ja! Und das war's. Oh boy. Das ist es, oder? Time. Und dann haben wir es durchgespielt. Fuck, ey. Fuck. Ey. Ein schönes Spiel. Muss ich echt sagen, ne? Also, natürlich, ja, ihr habt gesehen, eine Handvoll kleiner, kniffliger Stellen, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass mir die Leben ausgehen. Wahrscheinlich kein Continue oder sowas gehabt. Einfach als die Mega Drive Version, aber durchaus einmal spielenswert. Wenn es damals als Kind gekauft hat. Ne? Und wenn es dann innerhalb von einer Stunde durchgespielt hat, wie ich gerade hier, 49 Minuten mit mehr Versuchen. Ich glaube, wenn man es gut drauf hat, ist es wahrscheinlich eher in Richtung eine halbe Stunde. 35 Minuten, eine halbe Stunde. Speedrun vielleicht sogar noch fixer. 20 Minuten, also muss man sehen, wo der drauf ist. Aber
Haben sie sehr schön umgesetzt und ich würde mit euch gerne, weil das natürlich der Einstieg gewesen ist, auch gerne irgendwann mal Land of Illusion oder Legend of Illusion dann spielen, die dann noch so umfangreicher, schöner und weitaus abwechslungsreicher gestaltet sind als das hier. Wenn euch das hier gefallen hat, ne? Wenn ihr es nicht schon macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr das hier als Supporter-exklusives Video erstmal seht, macht ihr das natürlich schon, aber wenn ihr später mal direkt online geht für die freie Welt, dann gerne unter patreon.com/rpghaven, dann seht ihr mehr Videos wie das hier. Super viele Let's Plays sind da, die immer regelmäßig drin auftauchen, gerade von solchen Retro-Titeln, auch auf natürlich steadyhaku.com/rpghaven. Dann kommt man ab dem gewissen Level 7,5 dann in die Genuss, solche Sachen euch anzugucken. Und wenn ihr es euch anguckt und mich auf dem Level supportet, danke ich euch, dass ihr es mir nicht nur möglich macht, sowas hier mit euch zu zeigen, sondern auch dann eben die ganzen anderen Sachen auf dem Kanal zu verwirklichen. Vielen Dank und tschüss, sage ich an dieser Stelle. Bis dennsen.